Pimp My Phone. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass jetzt das neue iPhone rausgekommen ist. Da stellt man sich dann immer wieder die Frage, soll ich mir das kaufen? Hat das neue Funktionen, die ich gebrauchen kann? Und vielleicht wünschst du dir ja die eine oder andere Funktion, die das iPhone jetzt noch nicht hat. Eine Funktion, die ich gerne hätte, ist eine direkte Verbindung zu Gott. Das heißt, wenn ich den Hörer abnehme, dass ich dann direkt mit Gott sprechen kann. Und diese Funktion können wir zu deinem Handy wirklich dazu schalten. Und zwar mit diesem Handy hier. Das hat diese Funktion. Und wie funktioniert das Ganze? Ja, steht da drauf. Du brauchst einfach nur 50 15 anzurufen und dann hast du eine direkte Verbindung zu Gott. Glaubst du mir nicht? Naja. Also, bevor du jetzt weiter überlegst, wie das sein kann, solltest du dir vielleicht das Video zum Psalm 50 15 anschauen. Und da wird das nochmal erklärt. Denn es ist so, dass wenn man betet, man eine direkte Verbindung zu Gott hat. Und Gott sagt, man soll ihn anrufen. Und das macht man übers Gebet. Aber trotzdem haben diese die Handys hier eine Funktion, die dir hilft, mit Gott in Kontakt zu bleiben. Nämlich, indem du, immer wenn du dein Handy betrachtest, an Gott erinnert wirst. Es gibt ja diese Bänder, What Would Jesus Do? Und die sind ein bisschen vielleicht nicht mehr so modern, aber man hat sein Handy. Warum soll man sein Handy nicht mit einer christlichen Nachricht ausstatten? Da sehen dann auch andere was davon. Und vor allen Dingen, wenn man es sich dann betrachtet, dann kann man dann halt sehen, ach, da war ja noch Gott und vielleicht sollte ich mal mit ihnen sprechen. Und dazu gibt es hier diesen Handyshop, wo dann halt verschiedene Handys drinne sind. Da sind jetzt noch nicht so wahnsinnig viele drinne. Da werde ich dann noch ein paar reinsetzen. Aber du kannst hier mit diesem Shop auch dein individuelles Handy selber gestalten. Und da zeige ich dir gleich, wie das funktioniert. Um mein Handy zu gestalten, müssen wir es erstmal hier auswählen. Dann nehmen wir jetzt mal hier, Jesus ist für dich immer erreichbar. So. Und dann müssen wir jetzt hier nochmal auf das Bild klicken. Jetzt sind wir auf einer Seite, wo man das Handy gestalten kann. Und zum einen gibt es hier die schnelle Möglichkeit, den Text oder das Bild zu ändern. Diese Optionen sind nicht immer da, das kommt darauf an, was für ein Handy das gerade ist. Aber hier kann man halt schnell das Handy ändern. Hier unten haben wir noch eine Option, dass wir hier zwischen zwei verschiedenen Arten von Case auswählen können. Die eine kostet ein bisschen mehr, ist aber auch ein bisschen besser. Wenn wir jetzt sagen, dieses hier wollen wir nicht so, wir wollen vielleicht eine andere Schrift oder sonst irgendwie oder einen anderen Hintergrund, dann können wir jetzt hier auf Gestalten klicken. So. Jetzt haben wir dann hier die Möglichkeit, was zu verändern, zum Beispiel den Text zu verändern. Wir können jetzt hier mal auf den Text zum Beispiel draufklicken. Und dann können wir hier die Schriftgröße ändern, aber wir können auch die Art der Schrift ändern.
Hier gibt es verschiedene Schriftarten. Hier gibt es coole Schriftarten. Die sind ein bisschen moderner. Also hier gibt es noch sehr viele andere coole Schriftarten. Nehmen wir mal hier von eine. So, und vielleicht jetzt hier die Größe ein bisschen ändern. Oh, eins ist vielleicht, na doch, eins ist okay. So, vielleicht sagen wir, der Hintergrund gefällt mir nicht. Und das ist ein bisschen versteckt zu finden. Das findet man hier oben unter Bearbeiten. Da klicken wir jetzt mal drauf. Und dann kann man hier den Hintergrund ändern. Hier erscheint dann so eine Auswahlbox für den Hintergrund. Und da können wir dann halt hier eine Farbe auswählen, weil wir grün so toll finden, nehmen wir natürlich ein grünes Handy. Und, grün ist vielleicht doch nicht so toll. Ach, vielleicht doch lieber eher blau. Blau ist auch eine viel schönere Farbe. Na. So. Fertig. Die Schrift gefällt mir so doch nicht. Ist vielleicht doch ein bisschen zu klein geworden. Das heißt, die Schrift setze ich ein bisschen größer wieder. Ja, also hier kann man dann halt rumspielen, wie man dann halt sein Handy haben möchte. Und es so gestalten, dass es einem ganz gut gefällt. Und dann kann man das natürlich jederzeit dann in den Warenkorb legen und muss das dann bezahlen. Um das zu bezahlen, muss man sich bei der Plattform anmelden, einloggen und dann bekommt man halt ein Handy-Case für sein Handy, das man da ausgewählt hat. Ich werde hier noch ein paar Handys erstellen und die dann auch da reinpacken. Aber wenn du jetzt sagst, so ein Handy hätte ich gerne, dann kannst du mir das auch sagen in den Kommentaren oder als Video oder sonst irgendwie, wie du gerne möchtest. Und dann werde ich mal schauen, ob man so ein Handy, wie du das gerne hättest, auch designen kann und dann zur Verfügung stellen kann. Und so kannst du ein Handy bekommen, wo du ganz gut in Kontakt mit Gott bleiben kannst und auch andere auf Gott aufmerksam machen kannst, dass sie auch mit Gott in Kontakt treten.